Hör auf, deinen Partner verändern zu wollen. Ja, das ist ein altes Hobby vieler Frauen, aber auch vieler Männer, sich zu wünschen und zu sagen, mein Partner sollte anders sein. Du solltest das nicht tun und du solltest das tun. Heißt, wir haben viele Erwartungen an unsere Partner, die sie uns oft nicht erfüllen. Ich behaupte, Erwartungen sind für die Liebe ein Gift und setzen den Partner mächtig unter Druck. Heißt, jedes Du solltest oder Du sollst, setzt den anderen in einen Sollzustand, in ein Schuldverhältnis. Er soll was bringen, damit Du ihn dann liebst. Das heißt, übersetzt, solange Du nicht das tust und Dich so veränderst, wie ich mir das wünsche, kann ich Dich noch nicht lieben. Solange wir Druck auf den Partner machen durch solche Erwartungen und Du sollst Sätze, kann er sich nicht wirklich innerlich verändern. Er kann sich im Außen verändern, er kann seine Frisur verändern und er kann sein Verhalten verändern, aber im Innen wirklich kann er sich nicht verändern. Erst dann, wenn du etwas erkennst, woher dein Du sollst oder Du solltest kommst, dein Nicht-Annehmen deines Partners, wie er heute ist und spricht und handelt, erst dann kann etwas erst in dir passieren und dann in ihm. Wenn wir genau hinschauen, sind es die kleinen Kinder in Mann und Frau, die fordern und die oft wütend und die oft verletzt sind oder auch ängstlich sind und sich wünschen, dass der Partner sich so verändert, dass es ihnen gut geht. Nein, für den Zustand des Kindes in dir bist nur du verantwortlich. Und erst wenn du das Kind in dir siehst und dein Herz öffnest für seine Gefühle, dann und dann erst kannst du das Kind im Partner erkennen und dein Herz öffnen für Mitgefühl und Annahme deinem Partner gegenüber. Und dann haben wir vier zusammen. Heißt, jeder hat sein Kind an der Hand oder an seinem Herzen. Und dann erst kann die Harmonie entstehen, die wir uns wünschen. Das ist wahre Liebe. Nimm deine Erwartungen zurück und spür hinein, welcher Unfrieden in dir ist. Und hinter jedem, du sollst und du solltest stehst, nimm es zurück und fang an, das in dir anzunehmen, was bisher nicht im Frieden ist. Das größte Geschenk, das du deinem Partner machen kannst.